Die Leute auf Facebook haben das sicherlich schon mitbekommen, aber ich habe meinen Namen geändert. Guten Morgen. Ja, die Namensänderungen. Bei YouTube-Kanal-Namensänderungen ist man das ja schon gewohnt, dass man hin und wieder mal seinen Namen ändert. Auch ich habe das ja doch hin und wieder mal getan. Aber seinen eigenen Namen zu ändern, das ist schon eine Ansage, die zum einen auch oftmals nicht direkt ernst genommen wird und zum anderen auch erklärt werden sollte. Und das tue ich in diesem Video. Und ja, möchte einfach mal anfangen, dass ich auf meine beiden Videos referiere, die meine großen Punkte offenlegen, an denen ich zurzeit arbeite. Das ist zum einen meine Außenwirkung und in dem, was ich bin. Und damit verbunden nicht nur, dass ich außen irgendwas darstellen möchte, sondern ich möchte außen wahrgenommen werden, wie ich innen bin. Das ist das Erste. Und das ist nicht nur ein Problem der Außenwelt, dass sie irgendwie nicht genau hingucken, sondern das ist auch ein Problem von mir. Mein Unterbewusstsein stellt sich oft anders dar, als es ist. Und so möchte ich gerne viel mehr in die öffentliche Demut gehen, viel mehr in, dass ich einfach nicht wahrgenommen werde als jemand, der alles weiß. Weil ich eben nicht alles weiß, weil ich selber genau wie ihr auch nur auf der Suche bin und meine Erfahrungen nur teile. Aber irgendwie mein Äußeres scheinbar oft suggeriert, dass ich etwas wüsste oder dass ich total viel mehr wüsste als irgendjemand. Und deswegen, ja, das wird das große Ding, wo ich zurzeit an mir arbeite. Und das geht dann halt eben da einher mit einer, weil ich eventuell auch den Eindruck habe, dass vielleicht ich unbewusst eine Angst habe, mich so darzustellen, wie ich bin. Das kann natürlich auch was sein. Und ich bin eher sanftmütig, ich bin eher ein Mensch, der ja gar nicht so ja, wirklich von der Natur aus extrovertiert ist oder der so überzeugt ist. Ich bin, in Diskussionen bin ich immer derjenige, der immer da sagt, hey, lass uns mal ein bisschen demütig sein oder so. Also nicht irgendwas, der, also mir stößt in Diskussionen immer jemand ab, der sagt, ich weiß alles oder ich weiß das, so funktioniert das. Sondern ich bin jemand, der gerne relativiert. Und entsprechend, das kommt vielleicht nicht so rüber und dann ist halt so ein Name, das ist halt auch so eine Sache, der ist halt fremdbestimmt. Und ja, also da ist es halt so, dass ich da nichts machen konnte. Und dass ich, was Fremdbestimmung angeht, auch in der Gesellschaft häufig so meine Probleme habe, wo ich fremdbestimmt agieren musste. Das begann im Endeffekt mit der Schule oder mit dem Kindergarten, ging dann eben auch darüber, über die gesellschaftlichen Konventionen, was ich alles nicht tun durfte und was ich tun musste, weswegen ich blöd angeguckt wurde und solche Dinge, ja, bis hin dann auch ins Berufsleben, wo ich mich dann erst langsam von den ganzen Sachen befreit habe. Und das ist ein Stück auch Selbstverantwortung, so einen Namen selber für sich zu ändern. Natürlich ist man in einem gesellschaftlichen Konstrukt festgelegt, man kann sich zwar einen Künstlernamen geben, und das könnte ich tun, wenn ich lang genug mit einem Künstlernamen auftrete, aber ich habe eigentlich gar kein Interesse an so einem Zettel. Und mir ist auch bewusst, dass viele Menschen einfach dann entweder War Spirit zu mir sagen, das ist das eine, was ich, das ist mein Kanalname, und andere werden dann einfach Christian sagen, weil sie es irgendwann mal aufgeschnappt haben und vielleicht dieses Video nicht gesehen haben. Und das ist für mich auch in Ordnung, weil letztlich ist es entscheidend, dass die Menschen, die mit einem sehr, sehr intensiv zusammenleben und mit denen man tagtäglich Kontakt hat und die einem einfach die wichtigsten Menschen sind, dass die Menschen das einfach ja, machen, weil sie einen lieben und weil sie das unterstützen möchten. Und daran kann man auch wunderbar erkennen, die Menschen, die ja sagen, hey, okay, finde gut, dass du das machst, auch die Intention ist eine positive, die spricht mich an und deswegen mache ich das. Und deswegen auch, weil direkt bei Facebook die Leute gefragt haben, ja, muss ich dich denn jetzt Christian nennen, Samuel nennen? Sage ich, nein, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Macht das für euch aus. Ich kann nur sagen, ich habe meinen Namen in Samuel geändert und das ist ja für mich persönlich der Name, der total resoniert mit dem, was ich jetzt machen möchte. Und es ist eigentlich auch so mit der schönste Name, den ich schon immer gespürt habe für einen Mann. Und ja, deswegen habe ich mich ja, Samuel oder nenne mich Samuel und habe das dann jetzt auch bei Facebook geändert und auch in meinem privaten Umfeld. Ja, werde ich jetzt mit Samuel angesprochen oder auch nicht, je nachdem, es ist natürlich immer so eine Umgewöhnung. Und, aber das spürt sich an wie so eine Selbstverantwortung, dass ich sozusagen raus aus der Opferrolle gehe.
und hin zu einer Selbstbestimmung. Und natürlich gehe ich da ein bisschen auf Konfrontation mit der Gesellschaft, weil sie werden dann sagen, hey, pass auf, ein Personal, was steht das? Du bist das. So, das muss ich dann einfach akzeptieren. Und nichtsdestotrotz ist es mir sehr, sehr wichtig, dass ich das tue. Es ist einfach so, ja, so auf so vielen Ebenen bringt es was, seinen Namen zu ändern. Zum einen kann man wunderbar selektieren. Menschen, die einem respektieren und die einen in einer gewissen Art und Weise auch unterstützen, vielleicht sogar lieben, die nehmen das dann natürlich an, ne, weil es der eigene Weg ist. Und dann gibt es Menschen, denen das scheißegal ist, die einen dann so weiter, da kann man dann selektieren. Das ist nicht schlimm. Mit den Menschen kann man dann trotzdem auf einer gewissen Beziehungsebene natürlich auch wunderbar Freude haben und sich austauschen. Aber so kann man dann sehr gut das schon erkennen. Und es fällt vielen Menschen schwer, so die Menschen ein bisschen zu unterscheiden. Liebt er mich wirklich oder liebt er mich nicht? So, und dann geht es natürlich um das Thema Überwindung alter neuronaler Netze. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel den Namen Christian höre, der Christian hat in seinem Leben ziemlich viel Scheiße gemacht. Ich habe mal ein Video gemacht vom Saulus zum Paulus und ich habe, ja, also, ja, schau dir das Video an. Ja, und da ist der Name Christian natürlich mit verschiedenen Sachen assoziiert. Und ja, sowohl für mich selber als auch in der Außenwahrnehmung von den Menschen, die mit mir zusammen ja, durchs Leben gegangen sind. Und da ist dann so, Christian ist und dann gibt es gewisse Eigenschaften. So, und ja, und das wird dann halt eben auch aufgelöst. Und ist dann auch so, wenn du dich dann anderen Menschen neu vorstellst und in dem Fall halt eben Samuel sagst, dann fühlst du dich so ein bisschen wie Tabula Rasa, wie so ein weißes Blatt Papier. Du fühlst das, gehst viel bewusster mit den Menschen um, weil du selber nicht den Christian hervorholst und die Automatismen, zum gewissen Teil natürlich schon, aber es hilft auf jeden Fall. Und ja, und kannst quasi dich befreien von alten Ballast. Und die Frage ist natürlich, welchen Namen sollte man wählen? Ich habe jetzt in dem Fall Samuel gewählt. Samuel, weil es einfach ein Name ist, der mit mir sehr wunderbar resoniert. Und das Schöne ist, wo ich dann geguckt habe nach der Namensbedeutung von Samuel, also Christian, mein angeborener Name, der bedeutet der Messias und der Gesalbte. So, na, wunderbares Ego, ne? Der Messias, der Gesalbte. Ich schreite so durch die YouTube-Welt und verkünde meine Botschaft. Und genau das ist das, was ich nicht möchte. Und das ist das, wovon ich weg möchte. Dass die Menschen nicht etwas, was ein anderer sagt, irgendwie aufnehmen und das dann irgendwie als Wahrheit oder als falsch betrachten, also es polarisiert ist, sondern dass die Menschen meine Videos sehen und sagen, okay, ich denke mal drüber nach, was du gesagt hast und nehme das für mich in meine Welt und mach damit was oder mach damit nichts. So, das ist das, was ich möchte. Und das Schöne ist halt, der Name Samuel hat in der ursprünglichen Bedeutung eigentlich gar keine Bedeutung. Er hat überhaupt keine Bedeutung. Das ist ein biblischer Eigenname. So, natürlich haben dann die Leute wieder, vor allem die Samuels wahrscheinlich dieser Welt, dann rausgefunden, dass man das Wort zerstückeln kann in zwei Hälften und dann heißt das, der von Gott gehörte oder irgendwie sowas. Aber der hat an sich keine Bedeutung, der Name. Und das finde ich, das passt zu Tabula Rasa. Das ist so, ein weißes Papier, unbeschriebenes Papier. Und deswegen ist dieser Name so perfekt und ja, genau. Und ich möchte euch das natürlich auch sagen, dass ich, ja, also auch bei YouTube, das ist ja immer ein bisschen zeitversetzt, zu Facebook, wo es eigentlich tagaktuell meistens die Dinge sind. Ja, also Facebook könnt ihr auch unten schauen, habe ich euch verlinkt. Ja, ich bin Samuel und ich werde mich als Samuel vorstellen und werde und hoffe, dass ich die Dinge, die ich angehe, die natürlich noch in mir vorhanden sind, dass ich da erfolgreicher bin durch diesen Schritt. Ich finde den Schritt sehr interessant. Ich habe mich da auch inspirieren lassen durch andere Menschen in meinem Umfeld der letzten Jahre, die ihren Namen geändert haben und die tatsächlich richtig viel in ihrem Leben dadurch auch vielleicht besser ändern konnten. Ich habe natürlich selber auch viel geändert, aber vielleicht unterstützt das. Und es fühlt sich einfach gut an, sich selber einen Namen zu geben. Und was für mich nicht in Frage kam, war zum einen meinen buddhistischen Namen wieder zu reaktivieren, den ich damals ja, angenommen habe. Das war der Name Brahm, weil das auch wieder so ein bisschen etwas Erhabenes hat oder etwas irgendwie sowas. Ich, ja, andererseits wollte ich mir auch nicht so einen Punkernamen geben, wie Murmel oder sowas, was halt eben so das Demütige vielleicht ein bisschen ausdrückt. Und ja, und
ja, letztlich fühlt sich Samuel als ganz normaler Name ohne Bedeutung richtig gut an. Und vor allem, dass der Name Samuel mir schon in meinem Leben oft begegnet ist und ich jedes Mal gesagt habe, das ist ein echt schöner Name und es ist für mich auch der schönste Name und es könnte mir keinen schöneren Namen geben. Und ich möchte fortan als Samuel über diese Welt schreiten. Ich ärgere mich aber nicht, wenn ihr mich Christian nennt. Ich weiß das alles einzuschätzen. Ich für mich bin Samuel, der den Kanal War Spirit hat. Ich bin auch nicht War Spirit, ich habe da ein Video dazu gemacht. Der War Spirit, der ist in uns allen. Wir alle haben diese grundsätzliche Energie des Lebens in uns. Und egal, was euer Name ist, diese Energie verbindet uns so oder so. Also, guten Tag, ich bin der Samuel. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das einschätzt, ob ihr Erfahrungen damit schon gemacht habt. Und wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Samuel. Thank you.